Ein herzliches Willkommen an alle Sportsfreunde und Paderborn-Fans auf diesem Kanal. Nein, dieses Mal nicht zur Spielanalyse, denn die Saison ist ja bekanntlicherweise schon vorbei. Und auch nicht zu einem Transfer-Update-Video, denn es ist aktuell nichts groß auf dem Transfermarkt bei uns passiert. Aber die Saison ist noch nicht ganz vorbei, denn unsere zweite Mannschaft in der Oberliga Westfalen spielt noch um den Aufstieg. Ja, wir sind aktuell Dritter. Das ist richtig, um euch da mal auf den neuesten Stand zu bringen, für alle, die es noch nicht wissen. Und es steigen nur zwei auf. Der erste Aufstiegsplatz ist schon vergeben mit den ersten FCK Marienborn. Aber die SG Wattenscheid, die aktuellen Tabellenzweiter sind und damit auf den weiteren Aufstiegsplatz stehen, denn zwei steigen nun mal auf in die Regionalliga West, wo wir hinwollen. Die haben noch ein sehr, sehr schwieriges Spiel am letzten Spieltag vor sich, wo ich nicht glaube, dass sie das gewinnen werden. Denn, wie gesagt, sie hatten zum einen Druck und zum anderen echt einen Gegner, der es in den letzten Wochen einige Vereine sehr schwer gemacht hat. Auch einen Kandidaten, der auch bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg noch mitgespielt hat. Ja, Westfalia Rheine ist nämlich der Gegner so und den können sie auch. Die Wattenscheider, warum sollen sie nicht dort in Wattenscheid an der Lohmühle, so heißt das Stadion in Wattenscheid, da irgendwie was mitnehmen. Dementsprechend möchte ich euch dazu aufmuntern, dort hinzukommen. Also ein Appell geht raus an alle Paderborner. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Mannschaft am 6.6., das ist jetzt der kommende Montag, also Montag, um 15 Uhr ist dort Anpfiff, dorthin geht zum Sportzentrum Breitebruch. Das ist der Sportplatz des SV Marienloh, für alle, die es nicht wissen. Dort spielt unsere zweite Mannschaft um den Aufstieg, dass wir da gemeinsam die zweite Mannschaft anfeuern, dass wir gemeinsam alles geben, damit wir unsere Hausaufgabe erledigen. Und dann glaube ich, dann könnte man durchaus wirklich aufsteigen. Also ich glaube daran, weil wie gesagt, die SG Wattenscheid hat einen sehr schwierigen Gegner. Wir haben einen Gegner, wo wir einfach nur unsere Aufgaben, der ist absolut machbar zu schlagen. Ja, da glaube ich fest dran, wie Thomas Bertels das gesagt hat, dass wir unsere Aufgaben da machen. Und wie gesagt, wir müssen auf einen kleinen Ausrutscher hoffen vom SG Wattenscheid. Aber ich glaube, der wird kommen, da habe ich ein ziemlich gutes Gefühl. Und damit würde es mich sehr freuen, wenn ihr die Mannschaft unterstützt, wenn wir da gemeinsam alles geben, um mit der zweiten Mannschaft des SC Paderborn, mit der U21, gemeinsam den Aufstieg feiern in die Regionalliga West. Da wird dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen Pyrotechnik gezündet oder ja, auf jeden Fall wird da dann auch richtig gefeiert demnach. Ich glaube, die Jungs haben es sich verdient. Die haben knapp 80 Tore geschossen in dieser Saison und hinten auch relativ gute Arbeit geleistet. Das heißt relativ die zweitbeste Abwehr der Liga in der Oberliga Westfalen. Also was die Mannschaft hat es sich absolut verdient. Lasst uns da nochmal rauskommen, ja? Lasst uns da nochmal alle zum Sportplatz Breitebruch gehen, die Mannschaft anfeuern und dann nachher hoffentlich gemeinsam den Aufstieg feiern. Natürlich werde ich auch vor Ort sein. Ab 14 Uhr etwa bin ich dann da. Also wer sich natürlich auch ganz gerne mit mir mal unterhalten möchte, scheut euch da nicht. Die Gelegenheit bietet sich da. Euch auf jeden Fall, wir können gerne zusammen eine Bratwurst essen und wie gesagt gerne über Fußball quatschen und was euch noch so am Herzen liegt, worüber ihr ganz gerne mal mit mir reden möchtet. Ja, das wäre es dann quasi meinerseits gewesen. Ich fordere euch auf, kommt alle zum Sportzentrum Breitebruch, den Sportplatz des SV Marienloh und unterstützt da und feiert hoffentlich am Ende mit uns, mit unserer zweiten Mannschaft der U21, den Aufstieg in die Regionalliga West. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich Sonntag bzw. Montag um 15 Uhr Anpfiff im Sportzentrum Breitebruch. Tschüss.